Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. herzlich willkommen zu unserem Video 7.8 Lagen von Ebenen erkennen und Ebenen zeichnen. So, was heute neu reinkommt, wir haben schon einiges mit Ebenen rumgerechnet. Wir kennen jetzt drei Darstellungsformen der Ebene. Welche wären das nochmal? Koordinatengleichung, normalen Gleichung und die ganz alte, die Parametergleichung. Tadada. Genau, wir haben hier schon mal eine in der aktuellen, in dieser Koordinatenform, Koordinatengleichung, die ihr zuletzt gelernt habt. Jetzt geht es uns darum, wie kann man das Ganze zeichnen? Und jetzt überlege ich mir gerade, so eine ganze Ebene zeichnen, das ist ziemlich aufwendig und da reicht doch so ein kleines Koordinatensystem nicht auf, denn wir wissen, eine Ebene ist eigentlich unendlich groß. Herr Thein, Sie wissen das einfach noch nicht. Man zeichnet nicht die ganze Ebene, weil eine Ebene geht ja unendlich lang, das geht ja gar nicht. Man zeichnet immer nur einen Ausschnitt, einen kleinen Ausschnitt. Okay, aber wie entscheide ich mich jetzt, welchen Ausschnitt der Ebene ich nehme? Wir fangen mal ganz langsam an und zeichnen einfach mal so ganz einfache Punkte ein. Du hast verschiedene einfache Punkte. Ja, wir könnten uns doch zum Beispiel mal überlegen, wo schneidet diese Ebene jeweils die Koordinatenachsen? Ja, Sie wissen ja doch mehr, als Sie manchmal zugeben. Tja, ich stecke voller Überraschungen. Ich würde sagen, ihr überlegt euch jetzt mal ganz kurz, an welchen drei Punkten wird diese Ebene hier die Koordinatenachsen schneiden? Vielleicht habt ihr eine Idee dazu. Überlegt mal ganz kurz. Wir zeigen es euch in 3, 2, 1. Gut, ist im Prinzip ganz einfach. Wir überlegen uns schlicht und ergreifend wieder, was passiert denn jetzt, wenn wir wollen, dass die Ebene die x1-Achse schneidet. Jetzt überlegen wir mal, was gilt denn für alle Punkte, die auf der x1-Achse sind. Darf ich überlegen? Darf ich? Ja, sicher. Da ist x2 und x3 0. Und jetzt überlegen wir mal, wenn x2 0 ist und x3 0, dann fällt es ja alles weg. Dann steht nur noch da 2x1 gleich 12. Das kann ich im Kopf lösen. Sie auch? Ja, dann muss x1 6 sein. Richtig. Das heißt, unser erster Schnittpunkt nennen wir mal S1. Ist 6, 0, 0. Und S2? Gut, da überlegen wir jetzt mal. S2 wäre der Punkt, der auf der x2-Achse liegt. Alle Punkte, die auf der x2-Achse liegen, sind Koordinate x1, 0 und Koordinate x3, 0. Das heißt, das fällt weg. Und das 4x2 gleich 12. Naja, dann muss x2 3 sein. Okay, gut. 0. Wenn der schreibt, können wir schon mal S3 berechnen. S3 ist da, wo die Ebene die x3-Achse schneidet. Da ist x1 0 und x2 0. Das heißt, da steht 3x3 gleich 12. Das ist 4, also 0, 0, 4. Okay, das sind 4 Punkte. Ich meine, die kann ich jetzt auch einzeichnen. Das ist kein Problem. Das machen wir jetzt einfach mal. In Rot, damit es auffällt, ist 1, 6, 0, 0. Perfekt. S1 auch benennen, S2 030 und S3 004. 1, 2, 3, 4. Jetzt hätte ich fast noch einen Fehler. Kein kann schon bis 4 zählen. Puh. Früher konnte er nur bis 3 zählen mittlerweile. Ja, ich hatte die Einheit gerade mit meinen 6 an. Gut, jetzt habe ich die drei Punkte, wo die Ebene die Achsen schneidet. Okay, aber jetzt habe ich immer noch keine Ebene an sich. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber das ist im Endeffekt ganz einfach, weil wir verbinden diese Punkte einfach miteinander. Machen Sie das mal. So, die werden verbunden. Sie sind aber schnell. Ja, ich kann sogar noch was. Achtung. Wahnsinn. Sie haben die Fläche da schraffiert, die zwischen diesen drei Geraden liegen. Und im Endeffekt haben wir schon hier schon einen Ausschnitt der Fläche gezeichnet. Und damit sind wir fertig. Das ist nämlich ein Ausschnitt der Ebene, diese Fläche. Gut, das ging ja einfach. Ja, und diese ganzen Punkte und die Geraden, die wir eingezeichnet haben, haben auch besondere Namen. Die muss man halt auswendig lernen. Diese drei Punkte heißen Spurpunkte und die drei Geraden heißen Spurgeraden. Wir haben das gerade noch ergänzt. Die Spurpunkte, das ist ein S1 bis S3, große S, auch hier sind es große S, und die Spurgeraden, das ist jeweils ein kleines S, und die beiden Zahlen geben an, zwischen welchen beiden Spurpunkten es liegt. S1, 3 liegt zwischen Spurpunkt S1 und Spurpunkt S3. Gut, das war jetzt ja regelrecht eine einfache Sache. Ja. Darf ich noch ein Beispiel machen? Noch eins? Nein, komm. Bitte. Ah, na gut. Aber wenn Sie so gucken, Sie kriegen sogar 2. Ja! So, hier, extra für Sie, 2 neue Beispiele. Aber bevor ich mich dann versuche, nehmen wir mal nur das erste Beispiel. Bestimmt mal, wie wir es gerade eben gemacht haben, die Spurpunkte hiervon. Zeichnet die Spurgeraden ein und dann sehen wir uns wieder in 3, 2, 1. Also ich denke mal, so weit gekommen wie ich seid ihr auch. Ich habe zwei Spurpunkte gefunden, wieder überlegt,
wenn x2 0 ist und x3 ist sowieso 0, steht da nicht dran, was muss x1 sein und hier unten genauso. Ich habe die beiden Spurpunkte eingezeichnet und schon die Spur gerade dazwischen. Jetzt habe ich aber ein bisschen ein Problem, weil ich habe den dritten Spurpunkt gesucht, aber ich habe den jetzt erstmal nicht gefunden. Ja, das ist gar kein Problem, weil es gibt keinen dritten Spurpunkt. S3 gibt es nicht. Ja, aber wieso denn? S3 würde ja auf der x3-Achse liegen, ja? Ja, überlegen Sie doch mal. Das heißt, ich muss doch einfach nur für x1 0 einsetzen, für x2 0 einsetzen. Machen Sie das mal. 2 mal 0 plus 6 mal 0 sind 0. 0 ist gleich 12. Ah, okay, das wäre so eine falsche Aussage. Genau. 0 gleich 12 geht ja nicht. Genau, und deswegen existiert auch kein S3. Ja, bedeutet das jetzt auch, dass die Ebene nie x3-Koordinaten hat? Doch. X3-Koordinaten gibt es immer. Das ist ganz wichtig. X3-Koordinaten gibt es immer. Und hier können Sie jeden beliebigen Punkt als X3-Koordinate machen. Egal, was Sie wollen. 5, 3, jede Zahl kann X3-Koordinate sein. Egal welche. Okay, ich meine, ich kann ja irgendwo hier auf der Geraden natürlich nach oben gehen, aber wie zeichne ich jetzt die Ebene hier? Ich habe ja keinen Spurpunkt, den ich verbinden könnte. So ein schickes 3 kann ich ja nicht machen. Nee, das ist aber ganz einfach. Man nimmt dann zwei Geraden von den zwei Spurpunkten, die man genau senkrecht parallel zur x3-Achse nach oben zeichnet. Also einmal so. Genau. Und einmal so. Genau. Und jetzt schraffieren wir die Ebene noch. Gut, und jetzt ist man fertig und man sieht recht schön, dass diese Ebene parallel zur x3-Achse ist. Ja, das wird eigentlich recht deutlich, denn wenn es die x3-Achse nie schneidet, muss es parallel dazu sein. Richtig, gibt keine andere Möglichkeit. Gut, probieren wir uns der da hinten. Ihr versucht wieder Spurpunkte zu bestimmen, zeichnet sie ein. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, S1, 2, 0, 0 konnte ich wieder super einfach bestimmen, aber jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich an S2 auch nicht rankomme, S3 sowieso schon gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, auch die existieren wieder nicht mehr. Bei S2... Da müsste ja x1 und x3 0 sein. Wenn x1 0 ist, steht wieder 0 gleich 10 da. Und bei dem anderen ist es genauso. Also es existiert nur ein Spurpunkt, S1. Und das heißt wieder, es muss parallel zur x2-Achse sein, weil S2 nicht existiert. Und es muss parallel sein zur x3-Achse, weil S3 nicht existiert. Also schon mal vorausgedacht, es ist immer zu den Achsen parallel, deren Koordinaten in der Koordinatenform nicht existieren. Richtig. Wow. Da kann man jetzt auch wieder so eine Spurgerade im Endeffekt einzeichnen, einmal parallel zur x2-Achse durch den Spurpunkt. Okay. Und einmal parallel zur x3-Achse durch den Spurpunkt. Okay. So, richtig. Und damit das Ganze schön aussieht und man wirklich auch sieht, dass es zur x2- und x3-Achse und damit zur x2-x3-Ebene parallel ist, zeichnen wir einen Kasten drumherum, zeichnen die Fläche auch noch schön aus. Machen wir jetzt, werdet ihr es gleich sehen. Okay, das sieht doch jetzt ganz brauchbar aus. Jetzt aber so, wir haben jetzt hier Spurgeraden eingezeichnet und hier haben denen aber gar keinen Namen mehr gegeben. Die haben auch Namen, und zwar die Gerade, die parallel zur x2-Achse ist, heißt klein s1, weil es der Spurpunkt 1 ist, und s1,2, weil es parallel zur x2-Achse ist. Ah, dann ist das wahrscheinlich klein s1,3, da parallel zur x3. Richtig, hab's kompliziert erklärt, Sie haben es trotzdem kopiert, sehr gut. Okay, und dann hier drüben wäre das wahrscheinlich S2 parallel zu X3, S2,3. Richtig. Und hier wäre dann S1,3. Perfekt. Und hier sehen Sie, wir haben noch eins vergessen. Diese Ebene muss natürlich auch so im Endeffekt abgeschlossen sein. Ja. Wieder auch achten, wir machen es in schwarz, denn sonst könnte man es auch für eine Spurgerade halten. Genau. Ist keine Spurgerade. Und so wie hoch man das im Endeffekt zeichnet, aber auch rechts, wie breit und wie hoch man das zeichnet, ist egal, es ist ja immer nur ein Ausschnitt der Ebene. Gut, wir müssen uns daran erinnern, es geht sozusagen gemäß der Ausrichtung unendlich weit weiter. Und wichtig, eine Merkregel, die könnt ihr hier schon sehen, der Teil hat sie vorher nochmal genannt, die Ebenen sind immer zu dem parallel, was fehlt. Hier fehlt x3 bei dem Beispiel, also ist sie zur x3-Achse parallel. Hier fehlt x2,3, also ist die Ebene zur x2-x3-Ebene parallel. So, die Definition. Die gemeinsamen Punkte der Ebene E und der Koordinatenachsen heißen Spurpunkte. Die Geraden S1, 2, S2, 3 und S1, 3 nennt man Spurgeraden. Und der wichtigste Tipp überhaupt, eine Ebene ist zu der, Achsen parallel, wenn die entsprechenden Koordinaten in der Koordinatengleichung fehlt bzw. fehlen.
Also immer ein ebenes Linienparallel, was fehlt. Gut, schauen wir uns Aufgaben an. So, ihr seht, die heutige Aufgabe hat keine Nummer. Liegt daran, es gibt heute nur eine Aufgabe, nämlich schon in der Einführung, was wir da gemacht haben. Das waren so typische Aufgaben, die uns begegnen werden in diesem Kapitel. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch ein bisschen was ergänzen und sind dann schon fertig für heute. So, und zwar soll jetzt eine Koordinatengleichung bestimmt werden, wenn die Spurpunkte gegeben sind. Also gerade rückwärts das, was wir in der Einführung gemacht haben. Probiert's mal selber. Im Prinzip ist es, wie gesagt, das Ganze rückwärts. Vielleicht fällt euch dazu was ein. Wir zeigen euch, wie es geht in 3, 2, 1. Okay, wir wissen nicht, wie es ihr gemacht habt. Man hat drei Punkte. Man könnte natürlich zum Beispiel eine Parametergleichung erstmal aufstellen und die dann in Koordinatenform umwandeln. Haben wir im letzten Video gemacht. Ist auch absolut in Ordnung. Ist auch keine schlechte Methode. Wir zeigen nur jetzt mal eine andere. Allgemein, wie sieht eine Koordinatengleichung aus? Wir haben ax1 plus bx2 plus cx3 gleich d. So, ihr seht, wir haben ja einiges gemacht. Was war denn unser Hintergedanke dabei? Genau, wir dachten einfach, wir setzen unsere drei Spurpunkte in die Koordinatengleichung ein. Dann kriegen wir ja drei Gleichungen. Nämlich für den ersten Spurpunkt kriegen wir a mal minus 2 und alles andere fällt weg. Genau, denn hier wird 0 eingesetzt und hier wird 0 eingesetzt. Ist gleich d. Benannen. Haben wir für die anderen beiden auch gemacht. So, dann haben wir jetzt drei Gleichungen. Das Problem ist, da können wir noch nichts mit lösen, denn sonst würde c d durch 5, das ist Quatsch. Jetzt haben wir gesagt, irgendwas müssen wir anfangen festzulegen. Naja, und wir wissen ja, den normalen Vektor, der ist ja nicht eindeutig festgelegt, sondern da kann man ein Vielfaches davon nehmen. Das heißt, eine Koordinate des normalen Vektors kann man immer beliebig wählen. Das haben wir gemacht. Wir haben c gleich 1 festgelegt. Macht man eigentlich generell recht häufig, dass man einfach sagt, c ist dann 1. Das ist die x3-Koordinate des normalen Vektors. Die anderen sind jetzt aber nicht beliebig, sondern die anderen hängen von c ab. Und wie sie abhängen, können wir jetzt bestimmen. Zunächst folgt mal hier unten daraus, wenn c 1 ist, 1 mal 5 ist d, dann ist d auch 5. Naja, und das können wir jetzt einsetzen, hier und hier. Das haben wir hier drüben gemacht und erhalten noch ein a und erhalten ein b. Jetzt haben wir a, wir haben b, wir haben c und wir haben d. Und wenn wir das hier alles einsetzen, erhalten wir eine Koordinatenform. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen schneller, als die Parametergleichung aufzustellen und die dann umzuwandeln. Ja, ein bisschen schneller. Und ihr könnt es auch mal probieren, ob ihr es so mit dem Verfahren für die b, vielleicht auch für die c hinkriegt. Probiert es mal. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Fast vergessen. Okay, bei der b sind es nur zwei Sachen, die wir wissen, nämlich minus 4b ist gleich d und 8c ist gleich d. Die dritte Zeile fällt weg. Ist aber egal, das Verfahren ist das gleiche. Wir legen für c beliebig was fest, daraus folgt ein Wert für d und auch für b. Wir geben sie in Koordinatenform ein und denken halt dran, es gab keine Aussage für die x1-Koordinate, das heißt, die ist beliebig. Deswegen steht sie hier nicht drin. Jetzt erinnern wir uns, wenn die x1 fehlt in der Ebenengleichung, was bedeutet das? Naja, das heißt, die Ebene ist dann parallel zur x1-Achse. Gut, und zum letzten Beispiel, da haben wir noch eine Zeile. Trotzdem, wir legen a jetzt, das letzte verbliebene, beliebig fest, ist 1. Dann folgt für d ist minus 5. Dann haben wir nur noch x1 ist minus 5. Jetzt fehlt der x2 und der x3 Bestandteil der Ebenenform. Was heißt das? Das heißt, dass diese Ebene jetzt parallel zur x2, x3 Ebene ist. Also zur x2-Achse parallel, zur x3-Achse parallel, weil es ja fehlt. Also im Endeffekt zur x2, x3 Ebene. Weil die parallel von den Achsen aufgespannt wird. Richtig. Gut, das war's dann schon für heute. Wir sehen uns zu den Übungen. Bis dann. Tschüss.